Hallo zusammen, Thomas Hinze hier von der RAW Academy. Heute zeige ich euch drei coole Tricks zum Freistellen in Lightroom, die ihr unbedingt kennen müsst. Das Freistellen-Werkzeug in Lightroom gehört mit Sicherheit zu den am meisten genutzten Werkzeugen im Entwickeln-Modul. Deshalb habe ich heute drei Tricks für euch, die ihr unbedingt kennen solltet, weil die euch das Freistellen und Beschneiden eurer Fotos einfacher und vor allen Dingen auch viel intuitiver machen. Wenn ihr ein Foto absolut symmetrisch beschneiden wollt, sodass der Bildmittelpunkt nicht verändert wird und die vier Seiten vom Rand her im gleichen Verhältnis zueinander verschoben werden sollen, könnt ihr das mit dem Verschieben der einzelnen Seiten komplett vergessen. So genau kann man in Lightroom gar nicht arbeiten. Jedenfalls nicht unter den Trick Nummer 1. Um ein Foto absolut symmetrisch zu beschneiden, müsst ihr nur die Alt-Taste gedrückt halten und dann zieht ihr einen der Seitenränder ins Foto. Ihr seht, die Seitenränder werden absolut symmetrisch um den Mittelpunkt verschoben und die Frank Zappa-Statue in Vilnius wird noch präsenter. Mit dem Geradeausrichten oder auch Winkelwerkzeug könnt ihr prima Objekte exakt an einer horizontalen oder vertikalen Linie ausrichten. Zum Beispiel den Horizont in Landschaftsaufnahmen oder wie hier bei Architekturfotos. Dazu klickt ihr auf das Wasserwaage-Symbol. Und dann könnt ihr eine Linie ins Bild malen, die ihr zum Beispiel an bekanntermaßen horizontalen Objekten entlangzieht, um das gesamte Bild gerade zu rücken. Das geht natürlich genauso gut mit vertikalen Linien. Ich nehme jetzt hier mal rechts das Geländer von dem Treppenaufgang zu oben zu dem Förderturmbereich. Und ihr seht, das geht natürlich an vertikalen Linien ganz genauso. Gerade bei Architekturaufnahmen wäre es natürlich viel besser, wenn gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Kontrolle möglich wäre. So, und dazu mein Trick Nummer 2. Teil 1 von Trick Nummer 2. Statt auf das Symbol für das gerade Ausrichten-Werkzeug zu klicken, könnt ihr auch die Steuerung-Taste drücken. Die macht nämlich genau das Gleiche. Ich finde das viel praktischer, als jedes Mal das Werkzeug per Maus ein- und auszuschalten. Teil 2 von Trick Nummer 2. Wenn ihr zusätzlich zur Steuerungstaste noch die Alt-Taste gedrückt haltet, blendet Lightroom ein bewegliches Gitter ein und ihr habt zugleich eine horizontale und vertikale Kontrolle zum exakten Ausrichten eurer Objekte bzw. eurer Fotos. Ich gebe jetzt seit 6 Jahren Lightroom-Workshops und fast alle meiner Teilnehmer beim Workshop greifen beim Freistellen automatisch an die Seitenränder, um das Foto zu beschneiden. Ist auch nicht verwunderlich, denn sobald das Freistellen-Werkzeug eingeschaltet ist, wir haben das ja eben auch schon gesehen, tauchen an den Rändern sichtbare Linien auf, die nahelegen, dass man nur durch das Ziehen der Seitenränder das Bild beschneiden kann. Ich habe mal eine Dünenszene ausgesucht, die ich vor einigen Jahren auf der großen Düne der Kurischen Nehrung in Litauen gemacht habe. Ich möchte das Foto jetzt so beschneiden, dass die Grashalme an der linken Seite nicht im Bild sind, um nicht mehr von dem eigentlichen Motiv hier im Vordergrund abzulenken. Und was ich auch noch schick fände, wenn der linke Grashalm in einer gedachten Verlängerung diagonal in der linken oberen Ecke ausläuft. Um das hinzukriegen, ziehe ich erst einmal den linken Rand so weit ins Bild, dass die Grasreste an der Seite verschwinden. So, ihr seht, dabei wurde auch unten etwas vom Foto abgeschnitten. Das will ich aber nicht, denn dadurch geht das Licht- und Schattenspiel im Vordergrund verloren. Also ziehe ich den Ausschnitt wieder nach unten. Um diese Diagonalgeschichte noch mit ins Bild zu bringen, muss ich den Ausschnitt jetzt nochmal verändern, und zwar so lange, bis es passt. Ihr habt gesehen, um den gewünschten Ausschnitt hinzukriegen, habe ich jetzt mehrfach von der Seite beschneiden müssen und den Ausschnitt musste ich auch noch einmal ein paar Mal verschieben. So, das geht natürlich viel schneller und auch vor allen Dingen viel intuitiver. Und der Trick Nummer 3 ist tatsächlich so banal und so naheliegend, dass interessanterweise die meisten Leute einfach nicht drauf kommen. Statt nämlich die Seitenränder und den Ausschnitt mehrfach hin und her zu schieben, klickt ihr einfach mit der gedrückt gehaltenen Maustaste ins Bild, also mit der links gedrückt gehaltenen Maustaste ins Bild und zieht in einem Rutsch den Ausschnitt auf, den ihr haben wollt. Und zack, ist der Beschnitt mit nur einem Mausklick fertig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter und abonniert RAW TV. Dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss bis nächste Woche mit einer neuen Folge von Lightroom2Go.